I should have gone with her. But I'd only slow her down. Hallo und herzlich willkommen zu Private Beta von The Division 2. Wir spielen das Ganze hier am PC. Ich hoffe, die Einstellungen von dem Mikro hier lassen das auch zu, dass man mich gut versteht. Und ich würde sagen, starten wir mal direkt durch. Ich habe jetzt hier so einen zufälligen Charakter erstellt. Der Gute hat schon lange keine Rasierer mehr gesehen, aber ansonsten würde ich sagen, schaut er gut durchtrainiert aus. Handy hat er auch dabei. Ein paar Tattoos. Friseur könnte er vielleicht mal gebrauchen. Jo. So grafisch ist das Ganze. Naja, durchschnittlich würde ich sagen. Schaut ein bisschen chaotisch hier aus, aber das ist natürlich alles ziemlich matschig hier. So, können wir Deckung suchen. Nach oben steigen. Das funktioniert alles wunderbar. So, wir sollen jetzt hier machen eine Mission beim ersten Licht des Morgens. Dazu 0,5 Kilometer dahinter gehen, den Rasen des Weißen Hauses erreichen. Oh, da hinten explodiert schon was. Das ist natürlich nicht so toll. Da hinten ist das Weiße Haus. Also, das schaut's ja aus. Mein lieber Schieber. So, was können wir noch machen? Gucken. Geht nicht. So, ziehen wir. Okay. Das ist Nahkampf geschlagen. Rennen. Jetzt drauf bleiben wahrscheinlich. Ja. Also immer schön mit Leertaste. So, na ihr Stricher. Oh, Deckung. You are so fucked. Mit dir. Ah, das war jetzt. Anfang ganz okay, aber das geht nicht besser. So. Ich muss mich da immer erst mit der Steuerung vertraut machen. Ah, aber das sollte man kriegen. So, aufsammeln können wir jetzt hier anscheinend gar nichts, so wie ich das sehe. Also, schade, eigentlich hatte die jetzt Gewehre in der Hand. Und die können wir nicht aufsammeln. Das ist echt doof. Also gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Geil. Hier nimm mal die Käppi mit hier, du hast sogar keinen Kopfbedeckung. Oder noch ein Bett. Ah, man kann auf jeden Fall reingucken und sieht keinen schwarzen Boden. Aber da ist was Durchsichtiges. Das, da blinkt doch was. Hm. Hier irgendwie rein. Ach hier, das kann man plündern, ja. Das ist ja Hammer. 22 Nahrung. Aha. Hier also auch Mahlzeiten zu sich nehmen. Da haben wir wieder das nächste Problem. All government personnel, the White House is under attack. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Really? Versuchen wir außen rum zu gehen. Gucken, ob das so einfach klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Warten mal ganz kurz schauen, ob man nicht irgendwie in die Hocke gehen kann. Vielleicht mit Steuerung? Nee. Okay, dann schauen wir mal schnell. Steuerung. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Ja, Tastenbelegung Standard. Nein, wir haben keinen Controller. Wir haben keinen Controller. Wir haben immer noch keinen Controller. Wir haben keinen Controller. Das mit dem sollte man vielleicht das nehmen. Deckung nutzen leer, Energien sprinten, zielen, nachladen. Da ist aber keine Möglichkeit irgendwie. Ja, so, warte. Rennen gehen, umschalten, automatisch rennen. Halten, Seil durchschneiden, Y. Gestenmenü. Kann man also nicht. Das ist natürlich merkwürdig.
jetzt hier erstmal. Entschuldigung. Außen rum gehen um den ganzen Weg, denn wir ein bisschen viele Gegner. Irgendwie lang. Durchschlagen. Jetzt wechsle ich mal lieber auf das Gewehr. Was ist das hier so grün? Sieht interessant aus. Ach ja, was ich nochmal schauen wollte wegen der Grafik. Zur Entdeckung. Ich hätte jetzt interessiert, ob wir die Grafik noch ein bisschen aufschrauben können. Fenstermodus zum Aufnehmen im Spiel, aber ansonsten scheint das schon ziemlich gut zu sein. Video 1, 2, 3, ja. Okay. Ja, dann machen wir weiter. Wir sind so gerne mal ein bisschen geguckt. So, von da hinten wurde uns nicht. Jetzt gehen wir mal hier Entdeckung. Den Südrasen sicher. Ja, ihr Stinger, was haben wir denn hier alles? Der hat eine Granate. Gegenhalten, also. Einfach voll draufzünden, ist schon möglich. Ziemlich angeschossen. Schon ziemlich im Eimer hier. Sterbe. Ich weiß nämlich leider gerade nicht, wie wir jetzt hier so ein Helipack nehmen. V. Oh, welch Zufall. Gut. Dann können wir uns wieder hinbegeben. Sollten wir vielleicht ein bisschen mit besserer Deckung suchen. Auf links noch legen könnte, das wäre geil. Also über die rechte Schulter. Ist der wieder nach da. Wie oft muss man dem denn noch in den Kopf schießen? Ja, was ist denn da los? Hopp, hoch den Nischel und dann hier Ende. Was ist denn mit dem Fall los? Der ist dann verrückt. Willst du mich verarschen? Komm mal hin, Alter. Soll ich da jetzt wirklich hochgehen? Komm, geflogen. Pro Person ein Magazin raus, ist glaube ich auch nicht so effektiv, ne? Ah, das ist überhaupt nicht verziehen, du kannst dir hier richtig entspannen.
hier entspannt voll drauflümmeln. Das tut er so minimal verziehen. Das weiße Haus betreten. Oh, machen wir mal, ne? Ich hoffe, es ist hier wirklich keiner mehr. Auch ein bisschen schneller, Junge. Hopp, gib mal Stoff hier. Zeig mal, was du kannst. Was mit dem da oben? Auch fein, oder? Ja, grün. Super. There's the agent! Get that fighter out! Hey, guys. What's up? Safe area detected. Ah ja. Moment. Jo. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht, Leute. Applaus. Auch wenn da einer tot liegt. Oh, noch einer. Mit dir? Lebst du noch? Ja. Good thing you arrived when you did. Hier, Hilfe! Helft mal der Dame da. So. Wir gehen mal hier rein ins Häuschen. Schauen wir mal, ob der kleine Trump da ist. Hey, so. Thanks for the help out there. Kein Trump. You should check in with Manny, our coordinator. Upstairs in the blue room. Vielleicht irgendeine andere. Was haben wir denn hier? Waffen? Dann braucht schon mal unseren Lagerbestand, da haben wir natürlich nichts. So, was können wir noch mal? Gucken wir irgendwas? Oh, oh. Denison? Nee. Erstmal. Oh, oh, Denison. Ja, natürlich, ich kann da nicht drüber steigen, weil die nehmen so viel Platz weg und nein, um Gottes Willen, ich darf die jetzt nicht aufwecken. Nein. Okay. Gleiche Spielchen hier drüben. Ja, das dürfen wir natürlich nicht lang. Nee, ja, ich gehe schon. Entschuldigung. Ich muss nicht so laut spielen. Der Division Koordinator. Wo haben wir denn den kleinen? Was da? Aha. Da ist er. Hallo. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, Agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Verstanden. Okay. Alles klar. Unten mit dem Quartermaster sprechen. Warum ist er jetzt runtergegangen? Wir hätten ja auch hier oben springen können, also das ist gut. Ah, mal gucken, vielleicht will er uns was zeigen. Ah, da drüben. Na du Stinger! Also, es geht. Fertigkeit zur Freistellung. Über 2. Heißt. Jo, ganz einfach. Ja, habe ich verstanden. Will das hier? Mach mal drauf, okay.
jetzt hier raus? Ach, wo wir bin. Hör mal, es ist so klein, dass man das gar nicht erkennt. Haben wir jetzt noch einen Punkt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Das ist schwierig. Kommen wir jetzt da irgendwie weiter? Nein. Also, so. Ah ja. Es hat die Technologie. Entschuldigung. Okay. War das wohl noch bei Spalten im Platz? Ist wohl jetzt so vorgegeben. Also gut. Dann können wir das gut vorher auch beenden. Und können hier raus. Und dann geht's noch weiter. The Peter Settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block. You don't need the safe area on our own. To check out firearms, visit the gun range between 0700 and 0900 hours. Sie und Dessa soll ja in der Kerle sein. Mein Gott, das ist halt schlimm. So, Karte schließen. Ach nee, wir müssen das auswählen. Also, dann bräuchten wir nochmal die Karte. Nochmal per M für Map. Und auswählen ist hier F. Dann wollen wir da hin. Genau. So, jetzt wird uns so lange gezeigt, dass wir den Weg machen. Oh, da war gerade einer. Jetzt ist er. Kleiner Beta-Fehler, würde ich sagen. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Das ist natürlich auch witzig, wenn der Stand am Anfang bei den Einstellungen immer auf Deutsch stehen hat. Aber okay. Safe area left. Wichtig ist erstmal wieder ein bisschen Gefühl zu kriegen, wie das nachher ausschaut. Und da bin ich doch. Kriegen wir hier einiges mit von dem Spiel. Augen heißt Gegner. So, mal wieder mal schauen. Ah, es wird doch schon besser. Come on, let's get going. Apropos, da ist mir gerade eingefallen, hat ich euch nicht gedacht. Kann man mich doch zusammen. Ah ja, mein Gott. So. Ach, ich muss die erst ausrüsten im Inventar, habe ich gerade gelesen. Also dann. Schauen wir nochmal rein. Gut. Ist es jetzt angelegt oder muss ich da nochmal extra bestätigen? Ah ja, müssen wir dann hier mit der Tester ausgerüstet. Jawohl. Okay, was haben wir denn hier? Behälter, Feldexperte. Nun? Agent in need of backup. Kleines Magazin, mehr Schaden, das ist geil. Immer. So. Was haben wir? Da ist noch was. Holster, den auch. Perfekt. Die anderen Sachen könnten wir jetzt theoretisch als Sport markieren, aber ich denke, das werden wir jetzt später brauchen.
Raum. Jetzt bin ich offen, alles nicht, dass wir gleich jemand auf uns lauert. Ich finde es trotzdem sehr schade, dass man sich gar nicht gucken kann. Dann ist es dann hier so von Deckung zu Deckung. So quasi. Portable electronic device detected. Ist das ja alles schön gemacht. Trotzdem bin ich ja einige Personen, wenn man sich das anschaut, schon matschig. Mir fehlt hier von den Müllsäcken, weiß ich nicht. Ich würde mir halt trotzdem wünschen, wenn man da durchläuft, dass Limbert raschelt. Oh ja. Ich nicht. Muss ich den noch gesehen haben, ey. War ganz schön eng. Ja, ja klar, wir sollten von der Straße rum. Was ist das für eine Giftbrühe hier? Scheiße. Was ist hier passiert? Okay. Platz für Sekundärwaffen. Gut, da drüben ist irgendwie der Box zu wissen. Erstmal durch eine Deckung, ja. Dann drückt man die. Sekundärwaffe. Haben wir doch. Hat da noch eine? Ja, das Problem ist, wir haben keine beide. Fertigkeiten können beim Quartermaster in der Operationsplatz freigeschalten werden. Okay, das können wir uns vor Ort nicht machen, sondern muss direkt auf Basis. Die einzige Patrouille mehr gibt es nicht. Hier noch ein paar die Gimmicks. Ja, so ein Hinterhof könnte natürlich auch ein Fall sein. Dann begeben wir uns mal in die Falle. Immer wieder schön. Oder nein? Ja. Agent requesting backup. Ja. Alles gut. Alles gut, Junge. Wir müssen mal schauen hier. Das abrollen. Okay. Steuerung. Nicht vertraut. Hey, hübscher Nussknacker da. Spiegel. Steht sowas da. Okay. Okay. Live Music, Weinbar, Entertain. In der Akten. So, jetzt. Hui. Nee. Wir haben Wundersteuer. So. Müssen wir wieder
irgendwo? Ah Gott. Eingehen der Rotfront. Ah ja. War jetzt ein bisschen zu langsam, um diesen Eingang zu anzunehmen. Aber ist egal. Ah, da kommt's. So. Wir uns die mal. Zack, zack. Also man muss ja wirklich nur rüberfahren, wenn man geht. Was? Die Frage ist jetzt, gehen wir wieder vor oder bleiben wir hier? Dann wir bleiben hier und versuchen es von hier. Aber erst den da hinten, oder? Agent in need of backup. Ja, Mensch, was willst du denn, Junge? M soll ich drücken. So, jetzt? Hier drauf? Nee. Was will er denn? Eingehender Ruf von A. Ach, drauf bleiben muss man auch denn. So, und jetzt? Nee. Ja, ich spiele alleine. Du hast meine Aufnahme nicht um. Na, da hat er auch nicht gerumst, ja. Electronic device detected. So, was zum Plündern. Noch was zum Plündern. Rüstung minus. Dann würde ich sagen, tun wir das mal plündern und dann. Das versteckt sein. Ah, nehm ich mal. Ja, da guck mal, hier ist auch noch ein bisschen. Da ist es kalt. Funksprüche Jenas, Spinner. Jenas kümmern sich weglaufen. They're running. Not fast enough. I don't know. They're hauling ass. No way they can outrun Sherry. She's a fucking puma. That's one. She's usually faster. I can't watch this anymore. They're liable to get away. Show me my rifle. The girl will try to help him, and you'll be able to back her too. Oh, what a bitch! She just left him there. Yeah. I feel a little bad for this guy. First he gets shot, and then he gets... Das war's. Okay. Hier steht ja wirklich an jeder Ecke was zu tun, als der Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, ob das dann im fertigen Spiel auch so sein wird. Das. Ach, mach gelbe Plan. Okay. Das ist natürlich ja auch fies, ne? Kann jetzt hier, oder? Man könnte eine Granate durchschmeißen. Dann steht nämlich auch schon gleich, ne? Oder was zu plündern. Oh Gott, hier ist ja alles voll. Das ist das reinste Mecker. So, okay. Einmal hier runter. Schauen wir mal, was da hinten ist. Vielleicht ist der so weit oben. Der hat ja einen guten Einblick. Thank you.
ihr mal ab. Ach, gut, jetzt geht der nächste da hoch. Da ist einer, da ist. Mach. Summa summarum nach Adam 3. War er hier für Stufe 2? Er hier? Nein, nee. Was? 2 Blitz? Bei der Verstärkung? Oh, ich bin jetzt hier. Okay, der nimmt mal auf. Aber der andere. Verdammt. Gucken wir, wer jetzt am besten. So, was passiert eigentlich, wenn ich das Räder abmucks? Natürlich, kriegt einen Schuss im Kopf, überlebt. Okay. Realismus, naja. Das ist immer besser. So, wird immer gut. Dann. Hallo? Wo ist das hin? Hey! Da hat doch gerade was geleuchtet zum Plündern. Das ist ja interessant. Bleibt es nur ein paar Sekunden da und dann verschwindet es was. Also jetzt ist gleich gut. Wieso renne ich denn jetzt eigentlich wieder zurück zum Weißen Haus? Passt doch was nicht. Ich wollte doch dahin. Mach mich halt. Heieiei, so. Guck mal hier. Da ist jetzt ein Gegner. Aber jetzt mal so im Ernst, im Vergleich zu The Division 1, immer da so sich die Trailer am Anfang angeguckt hat. Beim fertigen Spiel haben sie das ja da unterskaliert. Grafik auch nochmal verändert. Aber ist das jetzt hier so viel besser? Oder fällt es jetzt nur extrem auf, weil der Schnee weg ist? Das ist natürlich die Frage, ne? Wenigstens für den Pflanz immer durchlaufen. Das hört sich auch so ein bisschen nach Matsch an. Besser. Jetzt habe ich das Flair für den Pflanz. Agent requesting backup. Nee, nix. Bin mal alleine, lass mich mal machen. Gotta reload! Wechseln. Bus 16A, 16B, 16E, 17A, 17. Sogar mit Hermes-Logo drauf. Das ist der Hermes-Bus. Somebody must have been watching over us. We showed them all right. So, es geht. Na du? Oh, guck mal, gibt es 50%. Haben wir geeinkauft. Oh mein Gott, nein, schade. Hey, what are we waiting for? Du willst auch rein, ne? Stimmt. Ja, Leute, also ich gehe jetzt mal weiter hier zur Siedlung. Ne? Ihr haltet mal die Stellung. Nicht, dass ich dann, wenn ich wieder zurückkomme, hier wieder alles. Nearby Echo detected. Was? Echo wieder Hexen? Geil, was? I gotta get back to work. Thanks for the movie, man. Anytime, yeah, cool. You coming over for dinner? Not tonight. I gotta meet with some National Guard buddies.
They're worried they'll get called to hell with the quarantine in New York. Okay. This is serious. It's the flu. You remember swine flu? Everyone freaked out for nothing. You'll see. In a couple of months, no one will even remember what the dollar flu was, like Y2K. Y2K? You really know how to make a guy feel. Agent in need of backup. I don't know. Now, this doesn't feel like it's just gonna blow over. People are scared. And you know what happens when people get scared? Now, you worry too much, man. Give me your wallet. Yeah. Don't make us hurt you. Oh, hell no. No. You should have just given it up, old man. Help! Someone help us! Call 911! We need help! Please, stay with me, Theo. Ja. Dieser Matteo Ortega ist praktisch von dem Zeit auf Fach worden. Das wird wahrscheinlich der Bruder von der Manny. Oh, wird der Bruder gewesen sein. Okay. I gotta get back to work. Thanks for the movie, Manny. Ja, wir können einfach weiterlaufen. You're coming up on the theater settlement. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. So. Da wären wir bei der Siedlung. Come on in, Agent! Yo, that. Entering safe area. Hallo, ich bin's, der Neue. Hallo? Head up to the roof. Ja. So Info, ne? Wenn ihr hier eine Treppe hinbaut, so wie da unten, ist das gescheiter, aber das könnte echt ein doller Unspann hier werden. Da haben wir ins Geld erhöht, Leute. Hey, jetzt habt ihr hier oben auch nochmal einen Baubau. Will der Schlitten fahren, oder was? Agent requesting backup. Ah, nichts. Kann man es halt ausstellen, die nerven hier. Die anderen Leute. So. Ich hab so ein bisschen was hier von Assassin's Creed. Von der Synchronisation. Hier haben wir die Theater-Siedlung. Siedlungen brauchen Hilfe. Schließen Sie Siedlungseinsätze ab. Siedlung allgemein zu verbessern. Nebeneinsätze, um spezifische Verbesserungen freizuschalten. Ah, verstanden. Bei jeder Verbesserung einer Siedlung werden neue Nebeneinsätze im Projekt in der Siedlung verfügbar. Okay. Die Verbesserung einer Siedlung ermöglicht es, neues Personal für die Arbeit im Weißen Haus anzustellen. Reden Sie mit diesen Mitarbeitern und rekrutieren Sie neue Dienste in der Operationsbank, um freizuschalten. Ist klaro. Okay. So. Come on, take a look. Die alle zeigen. Ah ja. Wohin jetzt? Finden Sie Odessa Sawyer in der Garde. Ja, doch. Sieht das? Für die Odessa? Hallo? Nein? Okay, schlaf weiter. Für die Odessa? Nein? Siedlungen sind sichere Häfen der zivilen Bevölkerung, die den feindseligen Fraktionen der Stadt gegenüberstehen. Nutzen Sie Siedlungen, um neue Haupteinsätze, Nebeneinsätze und andere Aktivitäten zu finden. Mit Ihrer Hilfe werden sich die Siedlungen verbessern und können Ihnen im Gegenzug Personal zur Verfügung stellen, das Sie in die Operationsbasis mitnehmen können. Hi Agent? Ja, wo? Hier. Ah, da müssen wir rein. Hallöchen, Pupöchen. Oh, Schrift und Zettel sind auch... hier noch in. Das ist schön. Das ist ein komischer Spiegelkörper hier. Wasser in der Wanne. Gott sei Dank, wird hier was. Incoming backup request. Na, nichts. Wir reden jetzt mit Odessa. Odessa? Wo bist du? Hallo? Na da? Ach da. Oh. If you're looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her, but I'd only slow her down.
I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. To get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. So, neuer Einsatz, Hotel Grand Washington. Elsa, what's your status? I'm inside the hotel. No sign of Eleanor. I'm making some preparations while I wait for the new agent to arrive. What kind of preparations? The usual kind. Remember, the point is to rescue a hostage, not bring down the building. I'm capable of restraint. Uh-huh. Are you? Eine Fertigkeitsfreischaltung, Ausbau der Theater-Siedlung. 1950 XP. Und vom Boss hinterlassen Gebäude, das ist das Ganze noch einmal. Also. Das haben wir uns jetzt angehört. Das ist dann die nächste Mission. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. 200 Meter. Sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der zweiten Folge auch wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten stay tuned und bis bald. Ciao.